So, jetzt will ich hoffen, dass es einigermaßen funktioniert. Ich begrüße jetzt noch einmal alle Zuschauer. Und ja. Das eine habe ich jetzt eben gelöscht. Nur zur Info, ich habe schon mal eine Aufnahme gemacht, aber ja, die wollte auf einmal ist die Framerate abgestürzt. Ich hoffe, dass es sich jetzt wenigstens hält. Und daraufhin habe ich dann gesagt, ja, scheiß drauf, machen wir nochmal. Und von daher fangen wir jetzt mal von vorne an. Herzlich willkommen zu Let's Play World of Tanks. Und jetzt heute mal auf dem Testserver. Es wird ein bisschen was hier am Optik gemacht. Ne? Hier sieht man ein bisschen was. Ja, und wir kommen jetzt zu insgesamt 7 Panzern, die wir auch alle fahren werden. Einmal hier den wir als erstes fahren werden, den MT25 6er. Und ja. Hier haben wir, der ist sehr leicht. Man sieht auch, der ist eigentlich ziemlich kompakt, schnucklig. Ich nenne mal die Brotdose. Abkürzung Brotdose, genau. Die Brotdose fahren wir jetzt mal. Ich bin da mit eben schon gefahren und habe da mit einem KV-1S, jetzt heißt er ja KV-85, meine ich, gehöre ich damit Schaden zugefügt. Jedes Mal 80 gezogen, aber relativ oft drum rumgefahren um ihn. Er ist im 9er Gefecht gelandet. Da dürfen wir wahrscheinlich Scout spielen. Ja, man sieht, dass die ganzen anderen auch leichten Panzer fahren. Und dadurch ist das Gefecht natürlich leicht unbalanciert, sage ich mal. So wird natürlich jetzt kann man damit vielleicht richtig schön abräumen, weil die anderen auch keine Panzerung haben sozusagen und man da überall durchkommt. Aber in der richtigen Version wird das natürlich dann alles wieder anders. Und man hat keine Russen dabei. Nichts gegen Russen, aber kommt schon. Wenigstens auf dem Testserver kann man Englisch schreiben, oder? Und von daher, Let's get this show on the road. Ja, let's go and show on the road. Yes, baby. Man sieht, er hat auch eine sehr gute Beschleunigung. Plus, also gestellbar ist so ein Kraut sein, also da irgendwie so. Ja, ich hatte vorhin Höchstgeschwindigkeit 72 und bin mit auch mit 72 konstant um den KV-1S rumgefahren. Oh, da haben wir ja schon einen. Was noch lustig an diesem Ding ist, wenn man gerade gleich in der ersten Kurve zerstört wird, wir fahren den nachher nochmal, das war bei 8 Gefechten, dass der eigentlich ziemlich schwer zu treffen ist, wenn man seitlich fährt. Gut, fahren wir erst einen anderen. Ja, da außen fahren sollen, da wäre es vielleicht ein bisschen besser gewesen. So, der hier. der sieht A, lustig aus, sieht man ja. Und B, ist der genauso wahnsinnig schnell wie der. Und macht auch noch beim Fahren sehr gut Schaden. Also der hat eine Treffer. Eine Zielgenauigkeit, was man eigentlich von den sowjetischen Fahrzeugen nicht erwartet, aber eigentlich auch so nicht kennt. Ich sag mal, das ist jetzt nur, weil ich jetzt wieder Aufnahme mache, dass ich in so scheiß Gefechte komme. Entschuldigung für den Ausdruck, aber ist wirklich so. Die ganze Zeit hatte ich immer so weiter oben oder in der Mitte und jetzt bin ich immer ganz unten. Was ist denn das? Immer bei der Aufnahme. Ja, was gibt es zu dem Panzer jetzt noch zu sagen? Außer dass er schnell ist und gute Zielgenauigkeit hat. Eigentlich so im Großen nichts. Also vielleicht darauf hinzumerken auf diese wunderschönes Maschinengewehr. Okay. Okay, dann ja. Wendig. Ups. Wendig. Besser. Und Kugel 251. Muss ich mir mal merken, vielleicht fahren wir den auch noch gleich. Vielleicht schaffen wir es ja heute auf 10 Gefechte. Ich will die Gefechte auf jeden Fall kurz machen, deswegen verzeiht mir bitte, wenn ich einfach drauf fahre, wie mit dem MT25. Ah, ist es schon relativ spät. Halb 11 vielleicht. Und ich habe schon Schule. Und B, bei so vielen Panzern möchte ich die Folge nicht allzu lang werden lassen. Nicht, dass wir eine Folge haben von, was weiß ich, 30 Minuten. Das wäre auch in Ordnung. Aber,
Ne? Wisst ihr, was ich meine? Zielgenauigkeit. Sehr schön. Scheiße. Och Gott. Naja gut, aber ich konnte auch wenigstens zeigen, dass der wenigstens durchkommt. Na, also das sind leichte Panzer, da braucht man nichts erwarten, dass die was aushalten. Okay, außer der T-54, der hält schon ein bisschen was aus. Auch nur wegen seiner aerodynamischen Sachen. Den werden wir jetzt nämlich fahren. Ich glaube, die Folge ist noch gar nicht mal so lang. Ich glaube, die ist jetzt gerade mal 6 Minuten lang. Davon haben wir, glaube ich, 3 Minuten lang, 4 Minuten lang nur gequatscht. Und 2 Minuten sind wir gefahren. Tut mir leid, Leute, aber wie gesagt, ja, mit dem habe ich eben mein bestes Gefecht hingelegt. Da habe ich 5 Abzeichen bekommen. Und kann ich euch mal kurz zeigen. War das letzte Gefecht, was ich gemacht habe. Ja, das kommt davon, wenn man so viel kauft. Kauft. Wo haben wir es denn? Da hat. Nun. So, mit dem gefahren, da habe ich 5 Abzeichen bekommen. Und ja. Man sieht, was ich alles kaputt gemacht habe. Jetzt schauen wir kurz mal nach dem. Das scheint ein Deutscher so zu sein. Was habe ich mich verguckt? Irgendwo hier. Oh. Stura Emil. Mhm. Der ist neu. Zumindest ist er mir nicht bekannt. Da ist er ja. Da ist er ja. Den erforschen wir eben schnell so. Vorbeilaufen. Naja. Schon okay. So, und dann brauchen wir das, um das zu erforschen. Klick, kaufen wir mal eben. So, wir haben ja die Kohle. Ja, wenn wir noch von dem Scheiß hier rumliegen, das ist ja. Oh, ich sehe, man kann eigentlich nur wirklich hier Motor und alles verbessern, den Rest nicht. Okay. Okay. Schauen wir es gleich an. Dann fahren wir den zuletzt und ja, fahren wir mit dem jetzt einmal rein. Dann machen wir mit MT25. Probieren, ob wir ein besseres Gefecht kriegen als eben. Och komm, ernsthaft? Ist wirklich jetzt nur wegen der Aufnahme so. Ich schwöre es euch, wirklich. Ich schwöre es euch. Hatte ich ja bis jetzt noch gar nicht, dass ich da. Der ist so ab. Och nee. Kann ich eigentlich wirklich nur irgendwie im Hintergrund bleiben jetzt? Das ist auch. So. Kann ich die Stärke des Panzers gar nicht richtig ausspielen. Wo kann man eigentlich stattfahren? Oh, die Musik wird geändert. Sollte vielleicht mal öfters Musik anmachen in die OT. Oh, kommt, Russen, schreibt Englisch. Wenn ihr kein Englisch könnt, dann lasst das schreiben. Wie so ein Testserver sollte man Englisch schreiben, damit man sich mit seinem Team kommunizieren kann. Obwohl ihr, glaube ich, 95% Russen sind. Ich kenne kein Russisch. Wie die Russisch können, können sie ja mal das Video auf Stopp machen und mir unten in die Kommentare schreiben, was die denn da geschrieben haben. Würde mich mal interessieren. Vielleicht ist es ja was Wichtiges gewesen für mich. Und man sieht, er ist auch relativ gut zu Fuß. Und da haben wir einen baugleichen Typ. Happy Hippie. Ach du Scheiße. Happy Hippie, wie nennt sich denn so? Muss doch irgendein Drogendealer sein, oder? Ja, das sind mal wieder meine Vögel. Was dem einen sein Headset ist, ist dem anderen sein Vogel. So bei mir. Wow. Yeah, baby. Jetzt kommen wir. Müssen wir von alten Menschen aufpassen. We didn't penetrate their armor. Okay.
Der merkt mich doch gar nicht mal hier. Der mich nicht mal bemerkt. Ich würde mal sehen, das ist ein scheinbar unsichtbarer Panzer. Ninja. Nein, der war wahrscheinlich ein bisschen überfordert. Also von vorne Panzer, von hinten Panzer. Man kann sich ja nicht auf alle gleichzeitig konzentrieren. Ey, da hinten ist unser Kollege. Der soll uns mal ein bisschen was übrig lassen, was wir kaputt machen können. Lass mir was übrig. Fire Force. Huru. Ah, ist ein Russe. Ein Russgenosch kann mir noch Lager, oder? Würde ich den Postbrad auch Glück fahren. Ah, nee, das war typisch. Sorry. Ready to fire. Nein! Rambo! Brauchen wir nicht machen? Gut. So. Ja, wie man sehen kann, mit dem Panzer kann man sehr schön rushen. Und auch pushen und den Gegner unter Druck setzen, weil das Ding, wenn er durchkommt, dann macht er auch mal Schaden. Wie man sieht. Oder will. Ich weiß jetzt nicht, was ihr meint. Und da kommt wieder nicht frontal auf uns. Nein. We didn't penetrate their armor. Ja, der ist ja auch kein 10er Panzer und nicht für 10er Panzer ausgelegt, denke ich mal. We didn't even scratch them. Ja, mal den einmal hinten was ins Munilager rein. Nein, 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 so, komm, mach den kaputt. Geht doch. Oh, der hat sogar Munitionslager getroffen. Nice one. So, den T da hinten kriege ich nicht kaputt, das weiß ich jetzt schon. Aber er trifft auch nicht. Den treffe ich zwar, aber ich komme nicht durch. Das kennen wir ja schon. Aber das Gefecht haben wir wenigstens gewonnen und ja, ich kann auch ein bisschen was zeigen. Hey, lol, wir haben was kaputt gekriegt. Krugstufe, krass. Ja, man sieht, er hat auch einen ziemlich starken Motor. Ja, Baby. Boah, geil. Oh, die... Ey, Arschgeigen. Na gut, also, ich weiß auf jeden Fall schon mal, welche Panzerreihen ich noch anfangen muss. Also, das ist wieder so ein, ja... Ja, Sharpshooter. Wir haben... Detail Report. Wir haben einen von vier haben wir kaputt gemacht. 12 Schüsse abgegeben. Davon 12 getroffen. 10 getroffen. So. Ja. Das waren die russischen. Also wir wollen ja nochmal einmal mit T fahren. Dann machen wir, weil es der deutsche, glaube ich, der einzige neue Panzer ist, machen wir gleich mal mit dem deutschen die letzte Runde. Ja, endlich mal was ordentliches. Ist nicht ganz unten. Leider KV-85 ist jetzt der neue KV-1S. Wie das mit dem Finish und dem Cargo oder was auch immer war. Wenn dann nicht unsere Leistung, wenn dann nur unseren Rahmen, ne? So ist er mit dem auch. Der kann immer noch gut Schaden austeilen und ja. Ich glaube, da hat sich so großartig nichts dran geändert. Los geht's. Und runter und rum. Ja, man sieht, dass die Ketten wirklich auf dem Boden haften. Das macht diesen Panzer wirklich schön. Das ist im WOT mit den neuen Physics ist was schön umgesetzt. Also er rutscht kaum. Okay, wenn ich jetzt mit 72 natürlich in die Kurve fahre, rutscht er auch ein bisschen, aber unser rutscht nicht ganz so stark.
Und wir sind auf jeden Fall zielsicherer. Edgy Badge. Und machen wir Verschwindibus. Au. Verschwindibus. Hui. E25. Jawohl. Komm schon, du musst jetzt mir mal den Arsch mit retten. Weil die kann ich nicht alleine aufhalten. Du machst mehr Schaden und jetzt schneller nach als ich. Ich mach maximal 80. Wow. Okay, den F5 Steward kriege ich auch noch kaputt, aber den da hinten. LOL. Hab ich dem jetzt gerade zu viel gezogen? Ich hoffe es nicht. Ich würde mir Angst machen. Ja, na gut, aber man sieht, man kann mit dem Ding auch Schaden machen, auch bei anderen Sechsern und auch bei Siebenern. Und, ich sag mal so, Zielgenauigkeit ist, gut, die Mannschaft ist auf 100, aber trotzdem, Zielgenauigkeit beim Fahren ist, auch ohne irgendwie Zusatzdinge, irgendwelche Sachen, relativ gut. Also ich kann mich nicht beschweren. Naja. Gut, kommen wir jetzt von den Sowjets zu den Amis. Überstreich mal kurz die Deutschen und da sind wir. Ja, das ist die neue Chevy-Reihe. Chevy-Reihe, weil es vom Chevy aus jetzt weitergeht. Momentan ist ja der Chevy dort ein Endpanzer. Und jetzt geht es weiter mit dem T-37, dem M-41 Bulldog und dem T-49. Und ja, wir werden jetzt mit dem T-37 anfangen, der ja neu ist. Und uns dann drei Gefechte hocharbeiten, also vier Gefechte. Wir werden den 9er auch noch fahren, der auch ziemlich gut sein soll. Gut, okay. Let's go. Go, baby, go. Ja, das Schöne am Testserver ist, man muss manchmal bis zu 3-4 Stunden warten, bis man drauf kommt und dann hat man meistens immer viel Spaß. So, während wir uns ein Gefecht suchen, kann ich mir kurz was zu trinken einschütten. Auch mit dem russischen Panzer ging das irgendwie schneller, oder? Oh, Leute. Was ist denn los mit euch? Ups. Das waren meine Kopfhörer. Ja, da ist der MT-25 Master Gunner. Okay. Ich weiß jetzt nicht, was das im Deutschen ist. Wer es weiß, sei selig. Wer es nicht weiß, soll es rausfinden. Immer Leute. Nur 28 Leute, ihr wollt mich... Wollt mir doch jetzt nicht erzählen, dass ihr kein Gefecht für uns habt. Ich finde schade, dass sie rausgenommen haben, nochmal die Unterscheidung bei den Heavy Tanks und so, besonders daneben, welcher Stufe die sind. Und jetzt schauen wir ein Gefecht. Ja, wir haben ein Gefecht. Schön. Ja, okay, es geht ja noch. Nur 7er ist ja noch in Ordnung. So, schauen wir uns das Ding mal an. Also, ich finde, das sieht sogar ziemlich gleich aus wie der Chevy. Ein bisschen anderes Fahrgestell, bisschen andere Wanne. Die Gun scheint die gleiche zu sein. Turm scheint ein bisschen besser gepanzert zu sein. Schauen wir uns da mal die Werte an auf meiner Garage. Jetzt habe ich gerade gemerkt, dass ich wieder zu weit vom Mikro weg sitze. Deswegen beuge ich mich mal wieder nach vorne. So, schauen wir uns das mal an. Geschwindigkeit, Anzug, ist alles noch in perfekter Ordnung. Ja, die Details wurden auf jeden Fall hoch gemacht.
Und ich werde außen rumfahren. Ein bisschen die Spielengine wird auch ein bisschen was gemacht, oder? Finde ich zumindest. Boah. An dieser Bodenwelle haben sie immer was gemacht. Das bremst dann nämlich immer ungemein. Und da ist unser Vorgänger, Chevy. Der kommt immer in solche hohen Gefechte auch rein. Da kommt der Kauf auf 85. Oh, da mein E25. Ready to fire! We didn't even scratch them. Try kick. Penetration. We've lost the track. Penetration. Enemy armor is damaged. Enemy is hit. Oh, das war's für uns. We're dead for everyone. Ja, gesagt. Wie gesagt, also. Auf dem Testserver ist entweder schießen sie mit Gold oder man fährt einfach rein und stirbt. Sorry dafür, wenn die rauskommen, werde ich natürlich die Reihe anfangen. Die Chevy-Reihe sowieso, weil ich den Chevy schon habe. Und die MT25-Reihe auch. Und da werden wir dann natürlich ernsthafter spielen. Hier ist einfach nur wirklich testen, wie verhalten die sich, wie verhalten die sich zu den anderen Panzern. Entschuldigung. Und von daher fährt man eigentlich nur rein und stirbt. Gut, kommen wir zum nächsten. Hier müssen wir noch. Ich weiß nicht, was ich eben vergessen hatte. Ich muss doch überall noch die mit auffüllen. So, okay, das und dort. Genau. Das wird gleich lustig mit dem Ding. Ja, das sieht auch so ein bisschen aus wie der Chevy. Ein anderer Turm, längerer Turm auch. Flacher. Jeden Fall, das ist schon mal gut für hinterm Bergstellen. Ketten, die Ketten, das ist, ich finde das irgendwie alles ein bisschen modellierter, irgendwie ein bisschen feiner. Alles ein bisschen feiner. Sind das alles schon die Modelle? Die ganzen neuen Panzer? Denke ich mal, ne? Wir probieren den mal aus. Jetzt habe ich natürlich wieder nicht auf die Wetter geguckt. Und, ja. Ah, wäre schon das alte schlaue Wort. Probieren geht über Studieren. Was wir eben gesehen haben, ist, dass der von der Seite keine Panzerung hat. War mir aber auch irgendwie klar. Naja, gut, okay, wollen wir mal außen vor lassen. Aber wir schauen uns mal an. Ein Achtergefecht ist natürlich klar. Was unser M41 Bulldog so drauf hat. Gut, okay, wir haben keinen einzigen 6er drin, da fahren die eine 4er, eine 6er Art hier und eine KV85. Aber wie gesagt, die können beide gut austeilen. Und auch sonst, wir werden da hinten auf den Berg rauf fahren. Hier, nein, ach, ja, wir haben ja nicht Mod hier drin, werden wir hier drauf fahren. Von daher. Denke ich mal, wird das alles klappen. Okay. Ja, die Endlichkeit ist, sind die Russen ein bisschen, finde ich, ein bisschen besser. Okay, wir sind nämlich auf Höchstgeschwindigkeit. Ja, bei den Russen fand ich das irgendwie ein bisschen besser. Die waren irgendwie ein bisschen wendiger. Das scheinen wir gleich auf Höchstgeschwindigkeit zu sein. Ja. Ich finde, die Russen sind irgendwie ein bisschen wendiger, auch wenn sie Höchstgeschwindigkeit drauf haben, sind sie irgendwie ein bisschen besser. Mit denen hier ist das nicht so, so der Fall, oder... Ja. Vielleicht einen Kippen? Hm. Das ist da hinten. Gut. Aber wir werden gleich hier auch auf jeden Fall Besuch bekommen. Das weiß ich jetzt schon. Da und der hat natürlich das Fahrer durch. Mir fehlt irgendwie die Anzeige, was mir jetzt gezogen wurde alles. Das fehlt mir jetzt. Wir ziehen uns mal kurz ein bisschen zurück.
Oh, LTB gegen LTB. We didn't even scratch them. Komm. Leck mich. Ich wollte gerade zum letzten Schuss ansetzen. Arschgeiger. Naja, so sieht man auch mal ein zerstörtes HD-Modell. Ja, also wie gesagt, also ich entschuldige mich wirklich nochmal, diese Runden sind wirklich einfach nur dreistes Reinfahren, gucken, was der Panzer drauf hat und dann wieder raus. Dafür haben wir mit dem T-37 gerade gewonnen. Nice. Sehr schön. Okay, kommen wir zum T-49 mit dieser Hammergun und diesem kleinen Hammerturm. Ich finde, das sieht auch so ein bisschen wie Captain Spock. Das sieht irgendwie lustig aus, oder? Ich finde lustig. Auch nach dem Modell, wie es ausschaut. Ich finde das Ding geil. Ich finde es einfach nur irgendwie... Das hat's irgendwie. Das muss man eigentlich haben. Das ist... High Explosive. Ja, dann gönnt man sich schon mal ein bisschen Goldmuni. Ja. Das nenne ich doch mal... eine Gun. Hull Armor. 25-25-19. Also ist hier unten 25-25-19 und der Turm 38-15-15. Ja gut, hinten der Turm ist auch nicht gerade so viel mehr. Dafür kann man sagen, dass er ziemlich abgewinkelt ist. Das heißt, die Schüsse hier oben werden vielleicht sogar abprallen, wenn man Glück hat. Nicht nur, wenn man Glück hat, werden eigentlich abprallen durch den Winkel. Wenn der direkt so drauf kommt, dann wird er da so abprallen. Muss man aber jetzt seine Wand ein bisschen im Blick halten, weil hier und dort sind die Schwachstellen auf jeden Fall. Und an der Seite natürlich immer. Genauso wie hinten. Das ist ja ziemlich verletzlich, aber ich glaube, der Turm ist so seine Stärke, dass dort viel abprellt. Ja, Standardschaden 600, also ich runde mal auf 700 bis 1150 und ja, Penetration, also die Durchschlagskraft ist nicht gerade hoch, aber wir schießen auch mit Hochexplosiv. Das hat natürlich wieder eine ganz andere Auswirkung. Und ich glaube, ich rede ein bisschen zu schnell. Dann wird es wieder undeutlich. Deswegen reden wir jetzt wieder ein bisschen langsamer und hoffen, dass das jetzt keine 1,5 Minuten dauert. Freunde von WOT oder Wargaming, macht hinne. Wir haben noch andere Termine heute. Let's go, baby. Go. Come on. Das kann jetzt dauern. Ja, 1,5 Minuten. Ich lehne mich mal so lange zurück. Ah. Wir haben ein Gefecht und oh. Ja, sehr schön. Wir haben überhaupt keine T-49 in dem Gegnerteam, beziehungsweise bei uns im Team. Und ja. Das nenne ich doch mal ein Gefecht vom Allerfeinsten. Also auf der Gegnerseite im unteren Bereich ein M41 Bulldog und bei uns ein LTDB. Also relativ gleichrangig und wir schauen uns gleich erstmal die Nachladezeit an, wie die ausschaut. Und dann werde ich sagen, fahren wir hoch, um die Ecke dort runter und dann... Nö. So. Let's go. Boah, 20 Sekunden zum Nachladen. Mit dem Ding muss man sie irgendwo im Berg stellen und wissen gar nichts mehr. Können wir schon mal den Deutschen anschauen, den wir gleich gefahren werden. Süß! Also der unterscheidet sich natürlich jetzt von allen irgendwie. Noch eine kleine Randbemerkung. Alle Panzer waren jetzt komplett ausgebaut.
Also wie mit den besten Waffen. Und das ist auch die beste Waffe bei dem. Ich finde, er sieht so ein bisschen aus wie ein Elefant. Und kurz so was. Und also da unterscheidet sich ja grundlegend zu den vorherigen. Den Chevy und alles ist ja relativ schnell. Machen zwar viel Schaden, aber auch dafür eine schnelle Nachladegeschwindigkeit. Und der macht viel Schaden, hat lange Nachladezeit. Und schnell auf jeden Fall auch. Ich würde mal sagen, ist eine bessere Artillerie. Nicht mehr das zu erklären. Super. Komm, du Arschgeige, fahr mal zurück hier. A ist mein Turm gerade im Arsch und B mein Munitionslager. Ich weiß nicht, was ich gerade reparieren soll. We fixed the turret, but it's still not turning very fast. Komm raus. Okay. Den haben wir fertig gemacht. Wir machen euch alle fertig. Wow. Ups, sorry. Ich glaube, was mit dem Panzer auch wichtig ist, immer in Bewegung bleiben. Ja, was haben wir jetzt ausgelernt? Wenn man mit Hochexplosiv ist, sollte man nicht mit Hochexplosiv schießt und geladen hat, sollte man auf jeden Fall nicht in den Feuerkontakt kommen. Also den müssen wir nachher nochmal fahren. Wir haben keinen einzigen Schuss abgegeben. Wir wissen ja gar nicht mal, wie der sich verhält. Zu den anderen Panzern. Ob wir die One-Shot legen oder nicht. Fahren wir mal den Neuner. Ich finde, der sieht auch ein bisschen aus wie eine Giraffe. Hat sich was abgeguckt von den Franzosen. Und, ja. Hat, meine ich, 6 Schuss. Und, ja. Machen wir damit mal. Schauen wir uns das Ding nochmal an. Ach, die Folge wird 40 Minuten lang, aber scheiß drauf. So oft fahre ich ja nicht Testserver. Ja, das schaut doch schon ein bisschen anders aus. Also im Vergleich zu den vorherigen Missionen, die wir hatten. Wir werden die Seite fahren, ist besser. Und wir haben 4 Schuss. Ich wusste auch, da hat irgendwie nachladen noch ein Tiergewehr drin. Und ich bin schon wieder zu weit vom Mikro entfernt. Ach Leute, bin auch so mal gewohnt vom Headset. Das Mikro war immer auf gleicher Höhe. Aber das hat ja nicht richtig funktioniert. Also von daher jetzt Mikro. Und da muss ich mich noch an das gewöhnen. Okay, da brauchen wir 30. Sie kommen zum Nachladen. Das ist schon mal ein bisschen weniger als bei den Franzosen. Ich habe. Freue mich gleich schon auf den Deutschen, wenn wir als letztes fahren werden. Erstmal nicht wieder abgeht. Okay, von der Geschwindigkeit her scheint er auch. Jetzt kommen leichte Panzer wieder. Also von daher. Wow. Wenn man das schon hört, ey. Das ist ja Hammer. Doch, so. Komm, da hat er nicht auch nur die Bombe. Ready for Rumble. Target on. Und raus. Oh, du Arschgeige. Haben wir? Nein, haben wir nicht. Das fühlt sich gut. Enemy armor is destroyed. Nice. Da möchte ich gleich gucken, wie viel Schaden wir denn gezogen haben. Thank you.
So, welcome back. Ich Idiot habe nämlich natürlich vergessen, dass ich meinen Hotkey für Fraps, mit dem ich jetzt momentan aufnehmen muss, weil das andere auch noch ein Programm mit dem Testserver Spirenz gemacht, natürlich auf F8 hat. Und F8 ist natürlich auch gleichzeitig der Button fürs Nachladen. Also von daher könnt ihr die erste Hälfte sehen. Wir hatten dann noch zweimal den Turm beschädigt, kann ich sagen. Und das Gefecht lohnt sich halt nicht mal anzuschauen. Also es ist, ja. So, mit dem müssen wir nochmal fahren, habe ich gesagt. Weil wir dort nicht richtig gucken konnten, was der drauf hat. Das mich natürlich auch interessiert, weil ich diese Reihe gerne fahren möchte. Und das interessiert mich jetzt wirklich, weil die habe ich wirklich noch nicht gefahren vorher. Wirklich. Und wir sind im 10er-Gefecht. Doch, da kann man wirklich sehr gut rausfinden, was der drauf hat. Was wollte ich sagen? Genau. Weil ich diese Reihe machen muss. Gut machen muss, machen will und ja, von daher interessiert mich das schon, was die Dinger drauf haben, weil ich bin vielleicht unbedingt Dinger geklappt beim Chevy. Der Chevy kann nämlich sehr viel und auch sehr viel Gutes. Und außerdem haben den jetzt runtergesetzt und alles. Mit dem Chevy kommt man damals nämlich auch so ein Neuner oder ganz locker. Zumindest so ein Jagdpanzer, ein Räumerwagen oder ein VT. Kommt man eigentlich ganz easy damit. Runter machen. Meine Frage natürlich, wir fahren in die Stadt. Meine Frage war gerade, ob wir hier lang fahren oder dort. Oder in die Stadt. Meine Entscheidung ist die Stadt. Da müssen wir uns dort besser verstecken können. Na gut, verstecken. Verstecken heißt jetzt natürlich wieder, in welchem Sinne verstecken. Okay, das Ding ist doch ziemlich schnell mit 66. Mit der Gun drauf. Schätze mal, wenn wir eine leichtere Gun drauf hätten, da hätte er mehrere Guns. Nicht nur so eine große. Wenn wir die drauf hätten, dass wir dann sogar noch schneller wären. Und, ja. Okay, also das Anvisieren ist schon mal Katastrophe. Was machen die da hinten jetzt? Okay, wir kriegen hier sehr viel Besuch. Ui, fahren wir mal runter. Und probieren mal die Gun am 100 oder... Was hat da hinten aus? Ach, scheiße. Oh, ich dachte schon, die 7 wäre da raus, ey. Das wäre Worst-Szenario. Leck mich. Ja, der schießt gleich auf mich. Oder auch nicht. Wenn ich triff, der hat schon. Ready to fire. Wow. I love it. I love it. Target acquired. Scheiß auf Nachladezeit oder irgendwas anderes, aber allein der Sound schon. Leck mich. Der Sound allein ist ja schön. Wären wir mal hinter ihm. Oder auch nicht. Gut, okay, aber man sieht, das Ding macht Schaden auch beim 10er über 200. Ich möchte jetzt noch nicht auf die Stufe übertragen von 8er. Schön, das werden schöne Let's Plays, wenn wir das bis dahin schaffen, ja. Wird zwar ein bisschen dauern, weil die meistens über 100.000 Erfahrungspunkte brauchen und ein bisschen mehr Geld, aber wenn wir die dann haben, das wird dann schon, ja, ja doch, das wird schon lustig. So, und jetzt wollten wir noch den Ruh, den Spähpanzer Ruh 25T, ne, 251, Entschuldigung,
Ich hatte die 1 als ein T gewertet, so müde bin ich schon. Seht ihr mal. Aber ich wollte das heute noch aufnehmen, weil bevor der Server wieder geschlossen wird, dachte ich mir, mache ich das noch schnell. So, das sieht ja, auf den ersten Blick sieht das schon mal irgendwie interessant aus. Auf dem zweiten Blick würde ich sagen, dass das ein Prototyp war damals, aber scheint ja, dadurch, dass er frei verkäuflich ist, scheint er ja wenigstens in 20 Stück produziert geworden zu sein. Auf jeden Fall zwei Speer, Unterfeldwebel, Gunner, Kommandant, Driver, Loader. Okay, also leichte Panzerbesatzung. Gut, der Turm wird wahrscheinlich die Schwachpunkte hier, hier und hier haben. Ja. Die sind nämlich ziemlich gerade. Eigentlich für so einen leichten Panzer ziemlich ungewöhnlich. Auch hier vorne. Also das scheint wirklich ein Kugelfresser zu sein. Der wird wirklich, glaube ich, alles irgendwie fressen, was auf ihn zukommt. Ja, wir werden uns mal überraschen lassen. Vielleicht... Ja gut, das letzte Gefecht wollte ich eigentlich ziemlich gerne irgendwie ein bisschen slowly angehen lassen. Wenn wir ein Gefecht finden. Das ewige Suchen nach einem Gefecht. Freunde von WOT, gebt mir ein Gefecht. Kommt schon. Oh Scheiße, jetzt bin ich nur bei den Aufnahmen so. Ich habe vorhin 6 Runden gespielt mit den sowjetischen Panzern. Immer war ich A im oberen Mittelfeld und B habe ich immer nur 10 Sekunden gebraucht, um ein Gefecht zu finden. Was ist das? Wissen die das irgendwann, wenn ich Fraps anschalte, dass es irgendwie... Wenn bei denen so ein Lämpchen auf... Lumi nimmt auf oder was? Wow, wir haben ein Gefecht gefunden. Und, wow, wir sind so im oberen Mittelfeld. Ja. Dann werden wir mal auf den Hügel fahren. Können wir mal testen, wie schnell der denn auf den Hügel kommt. Ja. Bogdan. Ich wusste gar nicht, dass unser evangelischer Pfarrer WOT spielt. Bogdan. Wer so richtig ausgesprochen? Gut, das ist in Russland. Russischer Server. Und wenn es jetzt unser Jahreshauer Ortschaft ist, dann. Okay, also der macht schon mal Spaß. Hat auf jeden Fall einen schlechten Ping. Aber jetzt zurück hier zu. Gut, Geschwindigkeit, Höchststand, Höchstgeschwindigkeit, irgendwas mit 70 zu sein. Und bergauf, ja, werden wir wahrscheinlich so schnell wie der fahren. Gleich, also 30 ist aber relativ gut. Wir sind ein leichter Panzer, aber trotzdem, 30 ist sehr gut. Auch ein leichter Panzer. Ich bin gleich mal wie gespannt auf den Schaden, auf den Damage, den wir anrichten. Da kommen nämlich auch in Ruhe. Können wir direkt am Vergleichsmodell aufführen, oder? Die Franzosen. Vielleicht kriegen wir von unseren Artgenossen einen rein. Das macht uns aber nichts, das ist ein Scheißegal. Weil wir nämlich jetzt kaputt gemacht haben. Und uns jetzt ein Ziel aussuchen müssen. Nice. Moment, Evie ist auf dem Testserver. Ganz immer ein bisschen mehr. Ach, Bogdan. Kommt da auch noch hinterher? Ich glaub's ja nicht. I don't see the target. Okay, der Panzer macht auch irgendwie Spaß, also. Schauen wir mal hinter die Kulissen von der Gegnerfront.
Oh, Typ. Wow, aber Schlitterntreter. Wie wir gerade gesehen haben. Also mit den neuen leichten Panzern kann ich jetzt schon sagen, wird sich das Schlachtfeld im BOT verändern. Vor allem, wenn man so relativ geile Fahrzeuge kriegt hier. Okay, außer man probiert mit einem leichten Fahrzeug schweren Panzer zu fahren. Das funktioniert nicht immer. Und ich dachte jetzt nicht, dass der von Ziel, ich dachte, dass der zurückfährt und irgendwie in die Ecke fährt dann. Na gut. Aber wir haben 2 Kills und wir haben 2 Kills. Hallo? Das ist heute Rekord. Für diese Folge ist das Rekord. Und wir haben immerhin 3 Minuten überlebt. Also, komm, Leute, was wollt ihr mehr von mir, ja? Naja, gut, wir sind alle Panzer gefahren. Ich habe einen schönen Einblick bekommen, ihr auch. Oh, T49, oh, Master Bay. Third Class, ah, das kriege ich die ganze Zeit. Gut, ihr habt einen Einblick bekommen, ich habe einen Einblick bekommen. Und ihr könnt euch auf ganz viele neue Panzer freuen. Im neuen Update, das wahrscheinlich, denke ich mal, übernächste Woche rauskommt, zum Ende des Monats, denke ich. Entweder zum Ende des Monats oder zum Anfang des Monats im Oktober 2014. Weil jetzt fängt die Testphase an, dann werden sie nochmal eine Woche dran rumschrauben, denke ich mal. Also 2, 3 bis 4 Tage. Nur so mal eine 2-tägige Testphase geben. Und dann wird das Ding wahrscheinlich rauskommen. Und ja, es wird ganz viel Neues geben. Auch hier so ein bisschen ja, neues Design. Hier auch Service. Was ist das denn? Oh. Ah, man kann auch gleich hier drauf schauen, was man schon mal hatte. Hier kann man mal meine Statistik anschauen. Na, was ich schon alles bekommen habe. Third Class. Können wir mal sehen. Ne, ich bin schon Scharfschütze, bin ich ja. Ich bin ein richtiger Scharfschütze. 617 mal Scharfschütze und Panzerbrecher bin ich. Na gut, also es wird einem fast in jedem dritten Gefecht verliehen. Ja. Ja. Haben sie auch jetzt mal, finde ich, irgendwie haben sie es. Ja, das finde ich in Ordnung. Man kann auch jetzt, kann man auch irgendwie schneller, och, das ist ja auch schön. Da haben sie mal wieder was neu gemacht hier. Ah, da ist Zug hier. Schön. Ready? Sogar mit Anzeiger. Brauchen wir nicht mehr gucken. Ah, sehr schön. Haben sie neu gemacht. Man kann direkt hier oben pack, tak, tak, fertig. Ich bin Erster. Ja, yeah, nice. Und hier kann man natürlich immer noch aussuchen. Stronghold Battles, Special Battles. Nice. Also das haben sie jetzt mal schön gemacht. Das finde ich... Hat WOT, also Wargaming, einmal was Richtiges gemacht. Na gut, ich wünsche euch auf jeden Fall noch von meinem Standpunkt aus, also 11:15 abends, noch eine schöne ruhige Nacht und einen guten Start in die nächste Woche. Für alle, die das morgen schauen, wenn ich das wahrscheinlich hochladen werde, einen guten Abend, guten Morgen, guten Tag. Was auch immer, macht, was ihr wollt. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr zugeschaut habt, euch die neuen Panzer mit mir angeschaut habt und freue mich auf die nächste Folge von Let's Play World of Tanks. Ich freue mich. Bis dahin, euer Lumi.